schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Zielgrün-Flimmerkiste. Neu im Kino. Schon gut, Markus. Beruhig dich wieder. Entschuldigung, ich habe nur einen Fahrradfahrer ohne Licht draußen gesehen. Aber ist alles cool. Wir haben etwas anzukündigen. Ja, was ganz Tolles. Sie waren im besten Fall beim letzten Frühstückskino schon dabei, das ja vor 2 Wochen, glaube ich, war. Ist das richtig? Ja. Ja. Und jetzt nächste Woche geht's in Runde 2. Nee, stimmt nicht. Letzte Woche war's und in 2 Wochen kommt's nächste und jetzt ist die Woche dazwischen. Mhm. Egal. Nächste Woche geht's weiter, ja. Wir präsentieren zusammen mit dem Xinedom in Ulm das Frühstückskino heute in einer Woche um 7 Uhr. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber ansonsten würde der Titel keinen Sinn ergeben. Ey, das ist toll. Und wir zeigen Jurassic Park 3, also Jurassic World 3, der dritte Teil dieser zweiten Trilogie um Dinosaurier, die Amok laufen. Ja genau, diesmal um die ganze Kugel. Wir haben natürlich den Film noch nicht gesehen, weil der wurde nur ganz besonderen Personen vorgeführt. Wir sind noch so wie nicht mir so zum Beispiel. Okay, dann sag mir, was passiert in Minute 22? In Minute 22 kommt der T-Rex und sagt, guten Morgen, ich hätte gern ein Croissant zum Frühstück. Und dann sagt Sam Neill, der ja auch wieder auftaucht aus Teil 1, der sagt dann, nein, tut mir leid, bitte hinten anstellen. Genau, und wir werden das überprüfen gemeinsam. Deswegen, Sie können sich jetzt schon Tickets sichern auf xinedom.de für das Frühstückskino. Es ist, Paul hat es gerade schon gesagt, auch natürlich ein Frühstück dabei. Es gibt ein Croissant, es gibt eine Brezel von der Bäckerei Steib. Sogar vielen Dank, eine Butterbrezel. Übrigens. Wahnsinn. Und Kaffee auch noch dazu. Und falls Sie diesen dritten Teil noch nicht vielleicht so fühlen, wie wir beide ihn fühlen, erinnern Sie sich mal 30 Jahre zurück. Boah. Es ist 30 Jahre her, dass der erste Teil rauskam, 93. Wie fantastisch toll dieser Steven Spielberg-Kracher damals war. Und nach dem Trailer, den ich gesehen habe, Chris Pratt ist ja auch dabei, aber das ist mir wurscht. Ich will Sam Neill, ich will Jeff Goldblum, ich will Laura Dern und Richard Attenborough, der ist leider verstorben, der hat sich Ich will vor allem will ich David Goldblum. Wie heißt er nochmal? Jeff. Genau, Jeff Goldblum. Ich finde den so toll. Und den wieder in dieser Paraderolle zu sehen, da freue ich mich schon tatsächlich sehr drauf. Es gibt ja über die Geschichte noch gar nicht so viel. Die haben noch nicht so viel rausgelassen. Es knüpft wohl an den Teil direkt davor an. Wir erinnern uns, da sind die Dinos ausgebrochen und haben sich quasi auf die ganze Welt verteilt. Und jetzt geht's eben vermutlich mal darum, wie Menschen mit Dinosauriern zusammenleben. Im Grunde schon. Und es gibt ja diesen kleinen Raptor, der heißt Blue. Der ist jetzt groß und hat ein Kind und das wird entführt. Und Chris Pratt sagt, ich helfe dir, Blue, und rette dein Kind. Das ist so das Grundding und dann geht's los. Wunderbar. Also, Sie können sich jetzt schon Tickets sichern. Sie können natürlich auch am kommenden Donnerstag einfach spontan vorbeischauen, wenn Sie um 5:30 aufgewacht sind und sagen, was mache ich denn jetzt mit dem Tag? Ich gehe ins Kino. 6 reicht auch und dann sofort Kaffee rein. Obwohl, es gibt ja Frühstücks. Es reicht sogar 6:30 und dann um 7 Uhr im Kino sein. Xinedom Ulm, 7 Uhr, Jurassic World 3, ein neues Zeitalter. Und fragen Sie Ihr ganzes Büro. Letztes Mal war eine ganze Büromannschaft dabei. Also es kann auch ein toller Betriebsausflug sein vor der Arbeit. Wir freuen uns, wir sind dabei nächsten Donnerstag um 7 Uhr. Einen wunderschönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Zielgrün-Flimmerkiste. Neu im Kino. Paolo und ich haben ihn beide gesehen. Viele, viele Menschen weltweit auch. Er pulverisiert gerade einige Rekorde, vor allem den persönlichen Rekord von Thomas Cruise, der neue Top Gun 2 Maverick Film, hat, ich glaube, schon 270 oder fast 300 Millionen Dollar eingespielt weltweit. Boah. Also ist auf einem guten Weg, die 170 Millionen Dollar, die es gekostet hat, und da kommt dann auch Marketingbudget auch noch oben drauf mit. Man munkelt ja immer noch mal der Hälfte des Produktionsbudgets. Also Paramount, das Studio, dürfte sich freuen. Die Rechnung ist tatsächlich aufgegangen, so einen 80er-Jahre-Film einen zweiten Teil zu spendieren, und die Leute gehen ins Kino, um sich das anzuschauen. Und der ist ja auch wirklich richtig, richtig toll. Also ich war ja selber wirklich platt und überrascht, wie gut Top Gun 2 wirklich ist. Warst du so ergriffen wie ich? Ja, tatsächlich. Ich weiß immer noch nicht, ich check's noch nicht. Ja, warum. Ich kann auch nicht sagen, warum. Weil er einfach alles bedient, jeder wird abgeholt, da wird nichts ausgelassen, und das ist einfach eine tolle Geschichte, super Charaktere, cooles Ende. Also es ist so zwischen Hollywood Overkill, also ist ja nicht so der, also es ist irgendwie so normal auch.
Ich kann es auch nicht genau sagen, aber ich finde ihn großartig und ich würde ihn mir tatsächlich nochmal anschauen. Wir haben im Vorfeld hier in der Sendung auch ja darüber gesprochen. Du hast es reingebracht, Paul, vor ein paar Wochen, dass sich die Kritiker so überschlagen haben. Und Das ist ja immer, wenn so erste Stimmen kommen, ist ja ganz viel Marketinggedönse. Die sind dann bezahlt oder man munkelt, dass die natürlich der Produktion entsprechend nahestehen, bla bla bla. Und in diesem Fall war ich auch wieder mal sehr skeptisch und habe mir gedacht, ja, also, Entschuldigung, jetzt kriegt euch mal wieder ein, so toll würde jetzt auch nicht sein. Und dann saß ich im Kino und mir sind die Tränen runtergekullert, weil ich einfach irgendwie diesen emotionalen Kern, der hat mich so gepackt. Ja. Und es ist, finde ich, bei diesem Film sehr, sehr wichtig, dass man den ersten zumindest noch präsent hat, was da passiert, weil der sehr viel von dieser Wucht emotional aus dieser Beziehung zum ersten Teil und zu den Figuren aus dem ersten Teil auch zieht. Er würde aber auch ohne funktionieren, weil alles wird erklärt und auch gezeigt mit Rückblenden. Er würde auch ohne funktionieren, aber es ergibt ganz viel Sinn, ihn vorher zu sehen. Das stimmt. Läuft auf Amazon übrigens. Bis vor, ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde vorm Ende, habe ich mich wirklich gefragt, okay, wo sind jetzt die 170 Millionen Dollar hin? Also die Flugszenen sind geil und die entfalten auch eine Wucht, aber naja, die haben die halt wirklich in so ein Flugzeug gesetzt und die Navy hat es gesponsert, also so teuer kann das nicht gewesen sein. Woher kommt dieses Geld? Und dann geht's auf die finale Mission und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, ja, genau das habe ich eigentlich im ersten Teil erwartet. Da habe ich es nicht bekommen, der ist so ein bisschen ins Ausgeplätschert, da gab es nicht diese Mega-Action-Szene am Schluss, so einen 20-minütigen Countdown. Aber dieser zweite Teil liefert genau das ab, mit Explosionen, mit Spannung, mit Suspense, mit Bösewichten, die gesichtslos sind und so weiter und so fort. Und er steuert ja ziemlich schnell schon in den ersten 20 Minuten darauf zu, dass du weißt, okay, das wird irgendwann kommen. Boah, das ist ja wirklich huiuiui, was die da machen müssen. Also diese Top Gun-Piloten haben natürlich eine Mission, die am Ende stattfinden wird und es wird ja auch, der Spannungsbogen ist enorm, es wird ja immer spannender auch. Nicht nur, dass es zu dieser Mission geht, sondern auch zwischenmenschlich, weil, kann man ja sagen, wer Teil 1 kennt, sein Flugpartner Goose ist ja gestorben, dessen Sohn ist jetzt quasi der Schüler von Tom Cruise und so. Also da ist ganz viel Zwischenmenschliches auch. Weil Tom Cruise ja zumindest, also nicht offiziell, aber er oder sein Charakter fühlt sich mitverantwortlich, weil Goose bei ihm im Flugzeug hinten drin saß und das Flugzeug im ersten Teil abgestürzt ist. Tom Cruise hat überlebt, Goose aber nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Spannungsverhältnis zwischen ihm und seinem Sohn. Der natürlich ihm die Schuld gibt. Logischerweise, genau. Aber toll gespielt von Miles Teller auch, den man bisher so ein bisschen aus Komödien kennt. Dann hat er Whiplash gemacht mit J.K. Simmons, diesen Schlagzeugerfilm, den ich ganz, ganz großartig finde. Und da hat schon gezeigt, dass er auch echt gut schauspielen kann und das führt er jetzt fort. Ich war mit einem sehr guten Freund, mit Matze drin, der sich so ein bisschen mit Fliegerei auskennt und der hat schon nach den ersten 10 Minuten, habe ich schon einen so gehört. Also, und du hast es auch gesagt, da muss wohl schon viel Realismus drin sein. Ich war mit einem guten alten Freund drin, der selber tatsächlich, der ist mittlerweile im Ruhestand, so alte Freunde habe ich, hoffentlich hört er gerade nicht zu. Nee, ist echt einer meiner besten Freunde und der war oder ist, weiß nicht, Captain außer Dienst bei der Bundeswehr. Und der hat geheult, weil den hat so gepackt, wie real das auch ist mit diesen Problemstellungen, die man da bekommt und wie man sie irgendwie lösen muss und Teamarbeit und so weiter. Also das trifft es wohl auch sehr gut auf den Punkt. Ohne, muss man dazu auch sagen, wie bei Teil 1, es so verherrlichend darzustellen. Also es ist nicht so sehr, natürlich schon, aber nicht so sehr wie der erste Teil, ein Werbeclip für die Navy. Supi, sehr geil. Super, aber war sehr aufregend. Also bin nur ganz, ja, aber echt cool. So gut. Super, hat passt. Geiler Film, war super. War echt klasse, also ich fand den Film echt super. War richtig klasse, ja. Hat Spaß gemacht. Herzlich willkommen zurück, hier ist die Donau 3 FM Flimmerkiste. Wir sprechen über Top Gun 2 seit letzter Woche im Kino von uns. Eine absolute Empfehlung. Tom Cruise spielt die Hauptrolle und Tom Cruise ist nach wie vor ja immer so ein bisschen so ein Reibepunkt für viele Menschen, die dann sagen, nee, in den Film von Tom Cruise gehe ich nicht rein, weil ich unterstütze doch nicht Scientology und sowas. Und ich habe da mittlerweile tatsächlich so ein kleines Problem. Wie geht's dir damit? Genauso, weil ich finde, er ist ein toller Schauspieler und macht geile Filme. Also er hat zum Beispiel auch einen der geilsten Science-Fiction-Zeitreise-Schleifen-Filme gemacht, und zwar der Live, Die, Repeat. Wie heißt der nochmal?
Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, genau, der ist fantastisch. Oder Magnolia, da war er ja zum Niederknien. Da hat er seine erste Charakterrolle eigentlich gespielt und gezeigt, was er kann. Oblivion. Oh, der war auch toll. Also der macht einfach, oder die Mission Impossible-Reihe sind fantastisch. Der Mann kann halt was. So. Und da fällt es mir dann auch schwer, weil man sollte, also man muss da einfach trennen zwischen seiner, in Anführungszeichen, Religion. Ist es eine Religion oder ist es ein Geschäftsmodell? Keine Ahnung. Und dem, was er da filmisch irgendwie abliefert, und das ist grandios, was Top Gun jetzt wieder beweist. Ich meine, der Typ ist 59 Jahre alt, der feiert nächstes Jahr seinen 60. Geburtstag, der macht alles dann selber, der bringt sich, er kauft sich quasi selber in seine Filme als Produzent ein, weil die anderen Produzenten, also nur Schauspieler war, ich weiß nicht, welcher Mission Impossible das war, ich glaube 5 oder 6, da wollte er unbedingt einen Stunt selber machen und die Produzenten haben gesagt, kannst du nicht machen, Tom, vergiss es, das ist viel zu teuer, Versicherungssumme, das zahlt niemand. Hat er gedacht, doch, ich will das aber machen. Hat sich dann einfach reingekauft in die Produktion als Produzent, hat dann zu sich selber gesagt, in Form des Produzenten, du machst es, du kriegst es hin, wir übernehmen die Verantwortung, und dann konnte er diesen Stunt machen. Ach. Also der Typ ist schon ein Dickkopf, und ich kann mir auch vorstellen, dass diverse Menschen in Hollywood Probleme mit ihm haben, aber der liefert seit jeher eigentlich, auch schon in den 80ern, liefert der einfach ab. Und alles seine Projekte sind so gefühlt die letzten auch Herzensprojekte, auf die er richtig Bock hat, weil der macht nur das, worauf er Lust hat. Der braucht ja nichts anderes. Mir fällt gerade charaktermäßig auch Rain Man ein, der war ja auch großartig. Und er ist einer der letzten wirklich großen Hollywood-Stars. Das stimmt auch, leider, ja. Gibt's die wechseln öfter jetzt. Mir fällt auch ein, was so krass ist, wo du sagst, er wird 60. Er sieht ja in dem Film echt nicht aus wie einer, der gleich 60 wird. Im Gegensatz zu, weil wir sehen ja auch Val Kilmer aus Teil 1 wieder in einer tollen Rolle. Also ich habe Gänsehaut bekommen, schon wo man sein Bild da sieht als hochdekorierter, weißhaariger General. Ihn da auch nochmal zu sehen war einfach toll, Gänsehautmoment. Da sind auch viele Sachen, die aus Teil 1 das ist ja auch nicht unbedingt komplett auserzählt in Teil 1, die Beziehung zwischen Maverick und Iceman, wie er dort heißt, und das erfährt da schon fast so eine Art Heilung, also da ist man auch ganz tief jetzt berührt. Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Also ganz, ganz toll. Weil, und er spielt eine sehr wichtige Rolle, zwar eine kleine, aber eine sehr wichtige, die auch ausschlaggebend ist für die, also es gibt ja im Film immer bei der Heldenreise irgendwann den Bruch, und da hat er eine ganz wichtige Position, also die Figur, sie holen nicht nur Val Kilmer und Iceman zurück, damit noch einer aus Teil 1 dabei ist irgendwie, sondern der hat auch eine wichtige Funktion in der Geschichte. Was ich nicht wusste, ist, dass Val Kilmer vor ein paar Jahren schwer erkrankt ist, nach wie vor noch gezeichnet ist. Er hatte Kehlkopfkrebs, hat es anfangs nicht zugegeben, bis dann, ich glaube, ein anderer Schauspieler hat ihn irgendwie in Anführungszeichen geoutet und gesagt, dass, ich glaube, es war sogar Robert De Niro müsste gewesen sein, aber egal. Und er spricht jetzt mit einer elektronischen Stimme wohl, also er muss sich da wohl einstöpseln in so ein Gerät. Aber das wusste ich nicht, und da habe ich mich im Film schon gefragt, okay, spielt er das nur oder ist es tatsächlich so? Man kann es ja verraten, ist kein großer Spoiler. Er spricht nicht, sondern er schreibt in seinem Computer. Genau. Also Tom Cruise, Maverick besucht Iceman und sie reden miteinander, aber... Sie reden nicht wirklich. Richtig. Ja. Was aber, es noch emotionaler macht, finde ich sogar. Ja, und er hat so diese tolle, diese gesetzte Weisheit. Gell? Mhm. Und das wollte ich auch sagen, sieht man diesen Unterschied, wie krass Tom Cruise sich gehalten hat. Mhm. Und die sind ja in etwa gleich alt. Und wie alt untersetzt und auch ein bisschen dicker Val Kilmer geworden ist. Also ich nach wie vor, ich werde ihn mir jetzt am Wochenende nochmal in einem großen IMAX-Kino in der Region auch anschauen, weil so ein Film ist gemacht für die große Leinwand. Ja. Auch der Sound, der ist so brachial und da drückt es einen, wenn diese Jets starten, dann drückt eine noch zusätzlich in Sitz. Da also, gibt es ja die, ich weiß tatsächlich nicht, ob das stimmt, das Gerücht, dass sie im sowohl in Teil 1 als auch in Teil 2 bei den Soundeffekts unter das Düsenjet-Geräusch noch so Tiergeschrei, also so Löwengebrüll mit reingebaut haben, damit es noch mächtiger klingt. Durchaus möglich. Ich glaube auch, ja. Top Gun 2, Maverick, läuft aktuell zum Beispiel im Xenedom in Ulm, auch natürlich in Atmos, weil da kracht es ja noch ein bisschen mehr. Alle Infos dazu auf xenedom.de. Die Donau 3 FM Xenedom Filmerkiste. Streaming. Wir haben uns beide eine Serie angeschaut. Ich bin erst bei Folge 1. Du bist von Staffel 4, wohlbemerkt. Wieso bist du schon von Stranger Things Staffel 4 mit Folge 7 durch? Wie hast du das geschafft? Naja, immer abends halt. Ich habe ja Gott sei Dank diese Woche nicht Frühschicht, also muss nicht um 4 raus. Und deswegen haben meine Frau und ich tatsächlich auch zusammen, weil sie ja die ersten 3 Staffeln auch mit mir angeschaut hat und diese Serie liebt, weil sie so toll ist,
Wir haben uns das abends angeschaut. Immer jeden so Tag eine Folge? Ja, genau. Also eineinhalb immer so. Also die sind ja tatsächlich länger auch als sonst. Die in den vorherigen Staffeln gingen so zwischen 45 und 51 Minuten oder so. Und in der jetzigen Staffel 4 gehen sie 1,17, 1,18, teils sogar 1,20, 30. Also haben fast Spielfilmlänge. Vor allem jetzt die siebte und bevor die letzten beiden Folgen im Juli kommen, die siebte Folge geht ja auch irgendwie 1,25 oder so. Mhm. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft, Gott sei Dank, weil ich habe sonst keine Chance mehr. Morgen habe ich Frühschicht, am Wochenende kommen Freunde und nächste Woche habe ich Frühschicht. Wir haben es also tatsächlich geschafft, bis gestern Abend Staffel 1 durchzusuchten. Und das ist, wer uns mal öfter zuhört, ich stehe ja überhaupt nicht, genau deswegen hasse ich ja Serien, weil man da so und so weiter, aber Stranger Things ist großartig, toll, immer noch eine der besten Serien, die es im Moment überhaupt gibt und Staffel 4 schafft es, nochmal einen oben drauf zu setzen und vor allem, du hast sie noch nicht gesehen, das, wie heißt denn das, Staffelhälftenfinale oder wie heißt sowas? Dadurch, dass jetzt ein Monat Pause ist. Ja. Also die letzte Folge dieser ersten Hälfte der vierten Staffel, alter Schwede, Markus, du wirst völlig durchdrehen, die schaffen es wirklich, zum einen nochmal einen oben drauf zu setzen, Dinge aufzulösen, von denen du gar nicht wusstest, also das ist gutes Storytelling, dass da aus den vorherigen Staffeln noch was offen war, verstehst du? Aha, ach so, oh mein Gott, so ungefähr, also dich wird's völlig wegballern, was da in der letzten Folge noch alles passiert ist, unglaublich genial geschrieben und es sind natürlich immer noch dieselben Charaktere, diese tollen Kids, die mittlerweile Jugendliche sind, allen voran Millie Bobby Brown, die ist ja zum Niederknien. Ich denke mal von der, ich finde die großartig. Ich konnte mit der nie was anfangen. Ich fand die völlig überhyped. Also echt? Ja, die spielt nicht besonders toll, die hat immer nur einen Gesichtsausdruck irgendwie drauf. Ich habe nie die Faszination der Leute mit dieser Millie Bobby Brown verstanden. Und ich verstehe nicht, dass du sie nicht hast. Ich finde sie großartig. Nein, sie macht es gut. Sie macht es sehr gut. Aber warum die immer so gehypt wird, weiß ich nicht. Weil es eine gute Schauspielerin ist, weil sie eine tolle Rolle spielt und komplett ausfüllt und man ihr wirklich abnimmt, dass sie diese Elf ist. Und das finde ich großartig. Vor allem hat sie es ja, wann war die erste Staffel? 20, weiß ich nicht. Also da war vor die ja 6 Jahren oder so. Ja, und da war die, keine Ahnung, 12 oder so. Und hat sich und nicht weiterentwickelt. Spielt begnadet. Ich finde sie großartig. Und die anderen Rollen auch. Von den Jungs finde ich Dustin geil. Der ist so cool. Und eigentlich alle. Also gefällt mir sehr gut. Dann ist Winona Ryder wieder dabei und David Harbour taucht wieder auf, der ja, wo ja unklar war, ist er tot oder nicht. Er hat überlebt, ist in einem russischen Knast. Also ganz derbes Zeug. Da sind ja mehrere verschiedene Ebenen wieder, die im Wechsel spielen und wahrscheinlich jetzt dann, wenn im Juli Folge 8 und 9 kommen, zusammenfinden. Es wird wohl noch eine letzte Staffel geben, die dann den Abschluss dieser Serie bildet. Falls Sie jetzt denken, was reden die beiden, worum geht's denn da? Ich habe noch nie was von Stranger Things gehört. Es ist in den 80ern angesiedelt. Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, die entdecken, dass es eine andere Welt gibt mit Monstern, die in unsere Welt eindringen wollen. Und diese Jugendlichen versuchen, mithilfe von diversen Erwachsenen eben genau das aufzuhalten. Ist ganz, ganz toll verankert in dieser 80er Welt mit vielen Anspielungen, mit viel Musik, mit Klamotten. Also ja. Dieses Ding lebt tatsächlich, wenn sie da so in der ersten Folge jetzt dieser neuen Staffel so ein Diorama baut für die Schule, wo sie so Figuren reinsetzt und so. Dann hat sie natürlich so eine alte Reebok-Schachtel, wo dann auch das Logo und die Farben drauf sind und so. Also ist mit sehr viel Liebe ausgestattet und designt. Also und sehr viel Geld. Es spielt ja auch ein Deutscher mit. Tom Vlahischa oder so ähnlich. Genau, ja. So heißt er, glaube ich, ne? Ja. Der auch ein bisschen erzählt hat, wie sie da, der ist ja einer der Knastwärter in Russland und hat erzählt, als sie dann da gedreht haben, in diesem Tal gab es leider keinen Schnee und dann hat die Produktion mal eben ein ganzes Tal einschneien lassen. Also die drehen Serien mit einem Budget von 10 Spielfilmen so ungefähr und das in USA-Maßen. Ich will nicht wissen oder ich weiß auch nicht, was Staffel 4 jetzt gekostet hat. Also wenn man sich die Disney-Serien mal anschaut, ich glaube bei so Obi-Wan oder diese ganzen Star Wars-Sachen, da kostet eine Folge durchaus mal, ich glaube, 17 Millionen Dollar oder sowas. Also wie ein Kinofilm quasi. Ja. Ein Kinofilm in Deutschland, ja. Ja. Stranger Things, Staffel 4, der erste Teil, jetzt zum Streamen bei Netflix. Schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Zielgruppen-Filmerkiste. Home Video. Jetzt zu einer Neuveröffentlichung eines Films und ich habe diesen Film damals geliebt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. 1992 kam raus. Alter, 92 war das. Ja, Alter Schwede.
Ja. Ja, ich habe dich unterbrochen. Wie heißt der Film? Candyman, basierend auf einer Geschichte von Clive Barker. Und Menschen, die mit dem Horrorgenre was anfangen können, werden jetzt, Clive Barker hier, Hellraiser hat er ja auch gemacht und viele, viele andere Vorlagen geschrieben. Bis auf Hellraiser und Candyman sind die Verfilmungen, wie ich finde, nicht immer so gut gewesen. Aber egal, jetzt geht's um Candyman. Grob die Geschichte, es ist eine Urban Legend, also eine städtische Legende, dass wenn man in den Spiegel schaut und fünfmal Candyman hintereinander sagt, dann wird man heimgesucht von diesem Candyman. Der war ein Sklave, dem also kein niederer in Anführungszeichen Sklave, sondern jemand, der gebildet war, der viel mit Poesie zu tun hatte. Und der wurde damals von einer Meute Menschen umgebracht. Sie haben ihm die Hand abgesägt, haben in einem Bienenstock, der nebendran irgendwie war, den Honig genommen, ihn mit dem Honig und den Waben eingeschmiert. Er wurde dann von den Bienen zu Tode gestochen. Und deswegen erscheint er jetzt den Leuten, die Candyman fünfmal sagen, mit dem Haken als Hand und Bienen im Mund und bringt sie dann um. Und eine junge Studentin, die sich auf diese Urban Legends spezialisiert hat, versucht, diesem Mythos eben auf den Grund zu kommen, ob es den wirklich gibt, wird dann fündig in einem abgefuckten Stadtviertel in einer amerikanischen Großstadt und dreht dann langsam aber sicher durch. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich habe den auch gesehen, tatsächlich in den 90ern auf VHS-Videokassette damals und der hat mich auch echt gepackt damals, der war. Also es ist ein toller Film, also wenn du ihn jetzt gesehen hast, gib ihn mir auch. Ich will ihn auch nochmal sehen. Und mir ist gerade eingefallen, Urban Legend wäre Volkserzählung, oder? Auf Deutsch. Im besten Fall ja. Was ich toll fand an dem Film ist das Zusammenspiel zwischen dem Visuellen und der Musik. Musik ist von Philip Glass, der hat so spezialisiert auf Minimal Music. Toll. Der einen ganz, ganz tollen Score gemacht hat, der auch... Koyaanisqatsi ist großartig von Philip Glass. Ja, ja. Und ich würde auch sagen, 50% mindestens dieser Atmosphäre, die dieser Film schafft, sind wegen des Scores. Virginia Madsen spielt die Hauptrolle, tolle Schauspielerin. Tony Todd spielt den Candyman, ansonsten kennt man, glaube ich, niemanden. Bernard Rose hat Regie geführt und insgesamt ist denen einfach ein richtig toller Film gelungen. Ich fand ihn damals gruseliger als jetzt, also wenn man natürlich auch mehr gesehen hat und deswegen auch ein bisschen so die Seherfahrungen breiter gefächert sind, packt er einen nicht mehr ganz so krass wie damals, aber trotzdem hatte ich dieses wohlige Gefühl, das man hat, wenn man einen guten Horrorfilm anschaut, weil dieses Übernatürliche einfach so aus der Leinwand raussuppt, dass man es auch auf der Couch oder auf dem Sessel spürt. Ich bin sehr gespannt, weil der hat damals schon auch so, der spielt ja so mit Urängsten, so Kinderängste eigentlich vor dem unbekannten, unsichtbaren Monster im Schrank oder so quasi oder unterm Bett. Also da kommt ja, das ist so ein bisschen wie Freddy in den 80ern und so. Und jetzt gibt's eben Candyman als Neuveröffentlichung von Turbine Medien. Wie sieht das Bild aus? Das ist doch auch jetzt, ich meine, ich kenne es mit grisseligen VHS 27576. Du hast es wahrscheinlich in 20K angeschaut auf deinem riesen Flat. 22K. Wie kam das denn? Der sieht natürlich fantastisch aus. Also die haben den ganz toll restauriert, natürlich von 35mm Film. Da sieht alles toll aus, wenn man entsprechend Geld in die Hand nimmt. Der sieht so schön filmisch aus. Das ist das, was ich bei den heutigen Produktionen immer so ein bisschen vermisst. Es wirkt oftmals so glatt. Und damals hast du halt dieses Organische, was so ein Zelluloid mit sich bringt. Das wirkt alles ein bisschen weicher, das wirkt alles ein bisschen... Die Körnung. Genau, haptischer auch. Das bringt dieser Transfer ganz darüber. Die haben keinen Noise-Filter drüber laufen lassen, zumindest sieht man es nicht. Also man sieht das Korn, es ist leicht grisselig und es ist ganz, ganz toll. Ich habe es gefeiert. Insgesamt eine tolle Veröffentlichung. Es gibt Audiokommentare unter anderem vom Regisseur mit dabei, von den Hauptdarstellern, die so ein bisschen auch erzählen, was bei der Produktion passiert ist. Die haben in diesem Cabrini Green, heißt dieses Stadtviertel, das sind so Sozialwohnungen und die haben da wirklich gedreht, haben offensichtlich auch eine örtliche Gang bezahlen müssen, also Schmiergeld bezahlen müssen, damit die nicht angreifen und in Ruhe lassen und in Ruhe drehen lassen. Ja, es wird viel mit Bienen, mit echten Bienen gearbeitet, die krabbeln wirklich aus dem Mund. Also Tony Todd hatte wohl als Candyman der hatte so ein Plastikteil im Mund, das ist wie so ein Boxer-Mundschutz, das hinten ist. Ja, nur wie so eine Schale. Damit die Bienen nicht hinten runterkrabbeln. Also er hatte die Bienen wirklich im Mund, die dann irgendwie rauskommen und so. Also ja, krasse CGI Geschichten. Damals. Nee, kein CGI. Also sehr, sehr interessant, sehr informativer Audiokommentar. Es gibt noch Making-ofs, wo sie von damals die Schauspieler auch noch interviewen, wie das damals jetzt war. Jetzt habe ich noch mehr Bock. Also ein tolles Package, was Turbine Medien da geschnürt hat. Booklet ist auch noch dabei mit vielen Infos. Also insgesamt eine für Sammler solcher Filme eine absolute Empfehlung. Candyman von Turbine Medien im Mediabook jetzt überall zu kaufen.
Schönen Donnerstagabend, ein letztes Mal kurz zurück. Wir sehen uns übrigens nächsten Donnerstag. Morgens um 7 mit Dinosauriern im Kino.